On top. Oh, ich liebe die Kamera. Nicht. Und tschüss. 1, 2, 3. Macht nichts, wenn ich hier ordentlich Wem verliere. Da ist ja so ein Blutbecken. So. Sonst gibt es hier ja nichts. Ja. 3, 4, 5, 6. Naja, 5 bis 6 Gegner. So. Perfekt, Magie müsste wieder. Ja, voll ja. Voll sein. Hopp. Und hopp. Hoch. Und zack. Ja, TKC, da muss ich wieder aufladen. Ja. Aha. Und hopp. Naja, dann habe ich halt Pech gehabt. Muss ich den so erledigen? Ich hoffe nur, dass es kein Bogenschütze ist. Nö. Magier. Und tschüss. Wie, das hätte überlebt. So. Dann hier lang. Und wieder zurück. So. Und hier noch die Horde rausschmeißen. Und tschüss. Was? Nein! Das wollte ich doch noch nicht. Der über dem See gelegen hatte, begann sich wie durch Geisterhand zu lichten und gab den Blick auf eine Zitadelle frei. Möbius hatte also nicht gelogen. Oder war dies wieder nur eine Illusion des Hüters der Zeit, um mich aufzuhalten? Hey, komm. Das wollte ich doch noch gar nicht aktivieren. Tschüss. Blut her, Blut her, Blut her. Jetzt wird's gefährlich. So. Jawohl, Hammer des Todes. Funktioniert so in der... Na... In der Luft eine Bewegungstaste drücken und dann stellt die Hopp. Na. So, und dann wird der Gegner wieder hochgeschleudert. Richtig praktisch. So, und du kommst auch her. Ich wollte doch Blut trinken. Okay.
Dann mal los. Ich weiß, also ja, bevor ich losblicke, ich weiß jetzt nicht, was das für eine Zitadelle ist. Zwar Zitadelle der Vampire, aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann später Sefons Zitadelle wäre oder die Zitadelle der Menschen. Keine Ahnung. Naja, egal. Die Säulen. 500 Jahre später. Trotz ihrer Dreistigkeit wagten sich die Vampirjäger nicht auf diese Pfade. Ich wusste, dass ein Geist diesen Ort heimsuchte. Aber vielleicht waren da auch noch andere. So, mal schauen. Ich werde gleich auf den Lichtreaver umwechseln. Der wird mir hier etwas helfen. Hoppla. So. Ja. Käfig. Gleich die Kraft des Lichtes oder des Lichtreavers. Ja, kommt ruhig rein, ich kann es gebrauchen. Komm schon. Ich weiß, dass du nur herkommen willst zu mir. Nein! Genau das habe ich befürchtet. Oh, ich dachte, der wäre blind. Weil diese Kämpfer sind nämlich verdammt mies und in Kombination mit einem. Wow. Mit einem Magier oder Magierin sind die verdammt stark. Perfekt. So, mehr gibt's ja nicht. Und da müssen wir ran. Ich war sicher, dass ich diese Wandleuchter entfachen konnte. Und jedes Mal, wenn ich sowas vermeiden will, dann passiert auch noch sowas. Dass immer eine Zwischensequenz kommt, gerade in den Kämpfen. Top. Und top. So. Also, da waren wir ja mit kein Bloß, wir konnten ja nicht hier hoch. Und dort beim Wasserfall haben wir ja die. Den Splitter der Dimension bekommen. Warum doch? Okay. Ich verstehe es nicht. Wow. Thank you.
Wow, das war knapp. Vielleicht soll ich doch ein bisschen mehr auf Telekinese kämpfen. Zählen hier. Das klappt wenigstens. So, wir müssen die Wandleuchte anzünden, brauchen aber Feuer. Und jetzt hier haben wir die nächste Schmiede. So, wie war das? Nein. Ja. So, gab es hier was? Bevor ich wieder runtergehe. Nö. Und hier unten gab es soweit auch nichts. Also keine Rune, keine arkanischen Bücher. Okay. So. Ach, jetzt kommt der Scheiß. Kletteraktion. Runter, dann wieder hoch, dann wieder runter, dann wieder hoch. Ist ein bisschen doof gemacht. Aber naja. Rest jetzt Kapitel gehen leider immer so lang. Hopp. Noch einmal verschieben. Und Feuer frei. So. 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 Perfekt. Und nun, weiter geht's. Gebt euch die Zeit. Wie ging's nochmal weiter? Ich brannte darauf, das Geheimnis meiner Bestimmung zu lüften. In diesem Bild fand ich die erste Spur, denn die Szene beschrieb die Entstehung des Reavers, der Waffe, die einmal mein Kerker werden sollte. Und ich erkannte ihren Erschaffer. Die Jahre hatten ihn verändert, aber dies war zweifellos der Vampir Vorador. Und in dieser Epoche lebte er noch. Wenn ich ihn vor Möbius Hesham fand, konnte er meine Fragen beantworten. Diese Bilder erzählten von Vorados Erschaffung. Ich wusste bereits, dass er nicht als Vampir geboren, sondern von Janos Ordren zum Blutsauger gemacht worden war. Aber laut dieses Wandgemäldes war Vorados Herkunft überaus wichtig. Denn offenbar war er der erste Mensch, der die dunkle Gabe erhalten hatte. So wollten die verzweifelten Vampire ihre Blutlinie erhalten, nachdem sie ihre Feinde mit einem unstillbaren Blutdurst und der Unfruchtbarkeit gestraft hatten. Vorador ist also der erste Vampir, der erschaffen wurde. Bloß, Janos Ordren. Also mir gefiel aus dem zweiten Teil der Name Janus Ordren viel besser, also so richtig Englisch. Janus statt Janos. So, schauen wir mal. Jetzt heißt es hier vorsichtig sein. A, es gibt hier jede Menge Fallen und B, auch wahrscheinlich jede Menge Geheimnisse. Beziehungsweise da diese Runen. Nee. Ach komm, das hört sich schon so böse an. Dann schauen wir mal, was es hier drin gibt. Ja, ich hab's geahnt. Schade. Dürfen eigentlich kein Problem sein.